Schönen guten Morgen. Ja, neuer Tag, neues Glück. Wir sind diesmal im Gsiesertal. Das ist Seitental von Hochbustertal. Und für uns geht es heute auf die Hohe Kreuzspitze auf. Die ist da vorne. Gut. Ja, da genau. Also, das ist die Erhebung da vorne. Ja, wir radeln da noch den ganzen Talboden derzeit Eiche. Total idyllisch. Und hinten sieht man die Dolomiten, also das ist mir ein bisschen vertraut, außerhalb von den Dolomiten. Das hat natürlich auch einen Grund, zum einen ist es August. August in die Dolomiten muss ich nicht unbedingt jetzt mit dem Radl machen. Also habe ich echt keinen Nerv dafür. Und da, auch nicht. Nein, keiner. Das gebe ich mir wirklich nicht, also das lassen wir komplett so Hotspots aus. Diese Vilgratner Schichten, Vilgratner Gruppen, was da gibt, und dann Venediger Gruppen, Arntal ist wesentlich besser um die Zeit. Ja, und auch wunderschön. Genau, und auch wunderschön. Und auch von der Höhe steht nichts nach. Man hat einen Blick auf die Dolomiten, also man macht das Besseres draus. Und man teilt sich ein bisschen auf, weil es ist, wie gesagt, traut man da wirklich durch. Wir haben einen netten Schlafplatz gehabt, echt passt, außer man hat die Autos teilweise sicher, weil die sind da euch brennt mit 240. Ich verstehe nicht, wieso das Rasen muss. Echt eine Nacht mal die ganzen Viecher. Ja, ich habe es auch nicht kapiert. Aber das hat dann schon gepasst. Irgendwann haben sie dann auch geschlafen. Und ja, wir treten ins jetzt Eiche. Bis auf Jeche, das ist da hinten. Und von dem Joch da hinten geht es, wie gesagt, dann auf den Gipfel. So, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter herin. Jetzt sieht man schon richtig geil den Berg. Wunderschön. Endlich! Die Unwetter haben leider überall Spuren hinterlassen. Das heißt, wir kommen einfach nicht mehr über den Bach, ohne dass die Plätze nass sind. Das heißt, ja, die Schuhe haben wir angezogen und wir müssen uns jetzt so umhandeln. Wenn es jetzt nur die einzige Stür war, dann ist es zum Aushalten. Der Weg war zwar bis ganz oben jetzt komplett nass, das Heft ist da drin, aber das war jetzt kein Problem. Aber so schlägen wir uns da um. Schaut aber gut aus. Ja, voll. So, jetzt sind wir fast am Joch herum. Super. Ich hab's gesehen, richtig geil zum Fahren zum Schluss noch. Echt, das ist nämlich viel, voll gut. Mhm. Alles eine Militäranlage. Also sehr starker Westalpen-Flair da. Im Gsiesertal immer wieder, wir haben letztes Jahr schon einiges gemacht. Ausblick jetzt schon Wahnsinn, einfach schaut euch das an. Mhm. Muss im Herbst eine Wucht sein, gleich, wenn alles eingefahren ist. Schnell schwenkt da durch. Da hinten drinnen sind schon alles alte Kasematten, also Kasernen. Und wir gehen jetzt ein paar Meter auf, weil die 5 Meter, dann sind wir nämlich wieder in Österreich. Das ist ja genau Grenzgebiet, was für uns super praktisch zum Biken ist, weil es, wie gesagt, durch diese Anlage extrem gut erschlossen ist. Und da sieht man, damals haben sie auch so Unterstände gehabt. Und einen irren Ausblick hat man da heroben auf Vilgratner Berg in Osttirol. Richtig cool. Und schaut euch das jetzt zu. Jetzt stoßen wir oben drüber. Einfach ein Wahnsinn. Brauche ich nichts mehr sagen.
Also wie gesagt, nur einmal gesagt, Westalpen-Flair hoch 10, glaube ich. Viel mehr geht nicht mehr. Und das ist schon geil. Also man unterschätzt das Gebiet. Und bis jetzt haben wir keinen Menschen getroffen. Nein. Nicht einen, außer ein landwirtschaftliches Fahrzeug, einen Traktor haben wir gehabt. Jetzt, sag ich mal, ab unten, wo wirklich ein Fahrverbot herrscht, ja, beziehungsweise nur noch halt die Wanderwege in der Schließungsstraße, wo eigentlich das reguläre von meinem Auto verboten ist. Wahnsinn. Und dieser August in dem Gebiet, also es geht immer was. Man muss halt nur ein bisschen schauen, was man tut. Ihr seht, da kann man echt nur super fahren. Also bis jetzt komplett E-Bike tauglich, oder? Ja. Darf ich sagen, schauen wir mal, was dann noch auf ins Zeug kommt. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall. Und da vorne sind jetzt die Kasernen, was der Martin schon gesagt hat. Krass. Heftig, oder? Voll. Ja, wie auch, oder? Das sind die Kasematten, ich sehe es. Ich war jetzt bei der Obern. Jetzt aber da rumsatz, schaut euch die Ladies sind auch da, schaut euch das an. Echt gut beieinander. Also richtig gut beieinander. Und drinnen oder draußen hat sich natürlich ein bisschen als Mitleidenschaft gezogen. Klar, da oben herrschen ein bisschen andere Sachen. Aber echt crazy, wie das gebaut ist. Und schaut wirklich aus, komplett wie in Frankreich. So, auch die Kühe gehen da durch, die haben keine andere Möglichkeit. Oh, das ist ein Brennnessel. Oh, da sind wir. Ladies, auf geht's. Und da ist einmal richtig ein großes 60. Das ist richtig ein massives Teil nochmal. Also der ist stark befestigt gewesen, der Bereich. Richtig, richtig groß. Also schau, also das geht da ganz schön auf, ganz weit rum und da richtig weit zurück. Bei uns geht es auf jeden Fall da jetzt bis zum Gipfel. So, einige Tragemeter haben wir schon hinter uns und jetzt sind wir da. Ich habe einen Trockner mitgenommen. Also stimmt, ja. Okay, es waren so viele Becher und die Schuhe sind... ja, ich sage jetzt nichts falsch. Auf jeden Fall haben die viel Wasser durchlassen und das ist jetzt der Trockner. Und der Martin hat wasserdichte Socken noch mit. Er ist einfach nur noch geschwommen. Wollt mir die Frühjahrgeschichten machen? Die anderen weiß mir schon Fassler schon weit wasserdicht noch. Das ist gerecht. Die, ja. Die Gumminger. Ist auf jeden Fall besser so. Genau. Nein, es ist echt besser, weil das Problem ist, ich habe schon so grimm im Sand. Ja. Und dann oben habe ich nur noch Blood and Bones. Ja, ja. Ist viel besser so. The food of death. Death foods. Ja gut, wir dran sind jetzt einmal, oder? Jetzt sind wir auf den Grat herum und jetzt sieht man richtig gut aus. Und schaut sich mal das so. Also es schaut einfach aus wie Westalpen. Es ist so geil. Also echt mega. Da unten sind die Kasernen, wo man zuerst wohnt. Und da hinten sind dann schon Österreich. Sagst du, auf geht's, oder? Wenn man so schaut, man aus, das ist Österarm. Österarm, ja. Scheiße, mein Socken. Oh Gott! Wow. Okay, ich glaube, da werden ein paar lachende Smiles in die Kommentare landen. So, zum Schluss zieht es sich echt nochmal Vollgas. Der Weg ist zwar noch super beieinander, aber seht es wieder Steinhaufen überall. Wir haben nicht mehr weit, aber es ist echt schwer da rauf. Sehr steil, aber es geht. Darf halt nicht mehr so weit sein. Yeah! Bald geschafft! Oben ist das Gipfelkreuz, ja. Es hat sich richtig gezogen. Aber die Aussicht ist absolut, absolut geil. Oben kriegst du einen richtigen Bahnhofschwenk. Einmal kurz die Seiten. Da hinten seht ihr, es ist frisch geschnitten. Brutal. Wow. Ja, packen wir sie die letzten Meter und dann gibt es eine gescheite Gipfeljause. So, jetzt gibt es einen kurzen Bahnhofschwenk. Das Wetter ist gerade mega, mega geil. Da hinten sind die Dolomiten, die drei Zinnen sieht man. Da vorne unten ist Gsis, da sind wir gestartet. Dann da hinten ist
rote Wand. Dann geht es weiter. Da hinten. Wow! Hier ist die Majestät. Der Großvenediger, wo wir oben waren. Dann geht es hinten weiter, da mit Großglockner. Das ist alles Osttirol. Ja. Und da vorne auch viel Gratten und fahren Toblacher Pfannhorn. Hast du schon gehabt? Toblacher Pfannhorn. Ja, 13er sicher. Ja, 13er, genau. 12er Kugel. Thank you.
Tschüss.